Und Sie meinen, das geht wirklich in Ordnung, obwohl es so kurzfristig ist? Ah, Vaux ist schon recht. Er wird nur heute Abend allein sein. Oskar hat eine dieser grässlichen Planungssitzungen im Gemeinderat. Und ich muss zu dieser wahrscheinlich noch grässlicheren Schüleraufführung. Oh, da habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Ich hatte Francesca versprochen, hinzukommen. Ach, glauben Sie mir, es kommen noch eine Menge Aufführungen auf Sie zu. Sie werden schon noch gefoltert. Ich hatte mich so darauf gefreut. Mein Gott, da sind Sie wahrscheinlich der einzige Erwachsene in der Gegend, der noch so euphorisch ist. Ich fahre jetzt lieber, sonst verpasse ich meinen Zug. Danke. Wirklich vielen Dank. Ich beneide Sie. Mich? Um Ihren Neuanfang. Oskar und ich sind schon so im Trott. Ich sehne mich schrecklich nach etwas Neuem. Tja, die Gefahr des Landlebens. Komm mit, Hund. Ich stopf dich mit Leckerbissen voll und dann bist du hoffentlich rundum glücklich. Horace, schön brav sein. Bitte grüßen Sie Francesca. Ich wünsche ihr toi, toi, toi. Aber ja. Na hopp, komm. Bye. Werden Sie noch einige Tage bleiben? Ich kann nicht. Ich muss heute noch in die Stadt zurück. Man sollte ihn jetzt nicht allein lassen. Wir sind wie Feuer und Wasser. Wir können nicht mal im gleichen Raum sein. Wie soll er das nur durchstehen? Ich habe meine Mutter verloren. Ich weiß. Ich weiß, es tut mir leid, Giles. Aber Francesca war sein ganzes Leben. Gehen wir. Ich muss jetzt leider gehen, Herr Pfarrer. Danke, Herr Stein. Es kommt mir alles so unwirklich vor. Ich kann es noch gar nicht fassen. Würden Sie, falls Sie nichts anderes vorhaben, nachher bei mir vorbeischauen. Auf eine Tasse Tee oder so. Aber ja, ich komme gern. Ich glaube, ich brauche einen Menschen, mit dem ich reden kann.